Ich So. sagte, er ist doppelter tatsächlich. Ah, hier so eine Steininsel, so eine Ah, schon eine Geldinsel. gute Insel schon mal. Also auch einen guten Villager. Ja. Ja. So, haben wir ihn? Was ist noch? Ich sag, das ist eine Ente. Ich sag, das ist eine Ich Ente. sag, das ist ein guter. Oh, hier. Ein Und Pferd. Ekelhaft. Elmar. Ja, geht. Das ist nichts Besonderes. Aber ich hasse den nicht. Ich mag einfach die Pferde nicht. Elmar, wo ist der denn? Julian ist halt wirklich der Einzige, aber das ist kein Pferd, das ist ein Einhorn. Aber Elmar hatten wir noch nicht, also Progress, also schon gut. Ja, okay. Viele Pferde haben wir schon gesehen. Wir haben das Zebra. Stimmt, den gibt's auch. Das ist das zweitbeste Pferd. Ja. Elmar halt. Dann haben wir natürlich noch den einen neulich also Peaches im Zelt. War der nicht irgendwie grün oder Ich such so? den Das hier war noch gerade. Ne, der war so rosa. da. Ach, stimmt. Achso, das war eine Frau. Ich meine, der hat so Kreuzaugen, diesen, okay. Ja, okay, aber ich mag die trotzdem nicht. Also Nee. die Augen reißen es dann auch nicht raus. Nee. Wir haben halt das Glück, dass wir auch noch nie eine Maus gesehen haben. Ja. Also es gibt ja tatsächlich ja wieder eine gute und das ist irgendwie Petri. Ich finde Dora ist noch okay. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist einfach nur weiß. Ja, okay. Aber die Mäuse sind irgendwie, weiß ja nicht, irgendwie alles scheiße. Ja, die Mäuse sind fürchterlich. Also. Hippos sind auch scheiße, Nashörner sind auch scheiße, das ist mit Ränge. Also mit den Mäusen, also das muss ich wirklich sagen, tut mir leid, also da haben sie wirklich daneben gegriffen. Von Design her. Okay. Also dass es Das ist Mäuse gibt, ist okay, aber die sehen richtig schlimm aus. Ah. Und es ist eine Maus. Boah, Junge, leck mich, das ist Cheddar, Es war oder? so klar, es war so klar. Und wir haben noch eine Maus gesehen. Ja, kannst direkt wieder rüber, ich weiß ja, das ist. Okay, geil. Bäh. Es war so klar. Ah, ihr wollt eine Maus? Ihr kriegt direkt die schlimmste, die es gibt. Ja, Junge. Wieso, als hätte die irgendwie Pocken? Ja, also von wegen, Mäuse essen ja Käse. Das stimmt doch eigentlich gar nicht, oder? Ja, doch, aber. Also, nicht so, wie es halt immer angezeigt wird, sag ich mal. Ja. Ist ja dämlich, ey, du Scheiß. Jetzt nicht mehr Käse als irgendwie andere Viecher. Ja. Ich meine, Ratten essen das ja sicherlich sogar wahrscheinlich sogar mehr, ne? Ja. Die essen halt einfach alles, was sie finden. Das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwie Käse ist, glaube ich. Oder generell alles besser. Na gut, immerhin. Also es ist mir immer noch lieber als jemanden, den wir schon hatten, weil dann ist es ja wirklich wasted time. Ja, doch. Jetzt wissen wir, der ist nicht in der Moving Queue und da bin ich auch froh drüber. Ja, es gibt halt leider noch viel schlimmere Viecher, die wir noch nicht gefunden haben. Wobei andererseits, wenn er in der Moving Queue wäre, eigentlich ist es ja besser, wenn. Also entweder müssen die vier Guten in der Moving Queue drin sein oder keiner davon. Ne? Weil angenommen, du hast drei Mäuse und Ruby in der Moving Queue, tja, hast du leider eine 25-prozentige Chance und 75-prozentige Chance, dass zwischenzeitlich eine Maus auf deiner Insel leben wird. Das ist natürlich ein Albtraum. Stimmt, das ist echt das Schlimmste, was passieren kann. So, ich sage ein Tiger. Und es ist der Cephalobot. Ah, okay. Okay. Finde ich okay, ist Aber aber die schlechteste Krake. ja, also müssen wir nicht nehmen. Nee, außerdem haben wir eh schon eine. Also es würde jetzt eh nicht in Frage kommen. Okay, von den dreien jetzt der Beste. Abstand. Also den finde ich auch gut, den würde ich ein B- geben. Ja, diese Robo-Viecher sind eigentlich ganz okay. Also ja, ich finde, das ist der beste von den Robotern. Es gibt dann noch den Strauß und noch irgendwas. Ja, Ribbot. Ah, stimmt. Keine Ahnung, ob es noch irgendwas gibt. Wobei auf meiner Insel, also die Idee ist cool, aber auf meiner Insel langfristig auch nicht. Ne? Nee. Das heißt ja Animal Crossing. Ja. Aber gut, Coco ist ja so gesehen auch kein Animal, das ist ein Gyroid. Ja, aber ich, für mich, das war halt ein Hase, der tot ist. So, ne? Ja, okay. Also keine Ahnung, ob es so ist, aber das tue ich heute mal so. Wo Stitch ist natürlich ein Teddy, das ist auch kein Tier. Okay, gut. Stimmt. Ansonsten gibt es eigentlich. Die restlichen vier sind, glaube ich, alles Tiere.
Na, es gibt halt noch den einen, wie heißt er denn, der eine blaue Hase, das ist eine Gummipuppe. Ah, okay. Weil der hat hinten so ein Stöpsel. Also nicht, wie heißt das? Nee, egal, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, doch, ich weiß, was du meinst. So, Ja, und jetzt. sonst. Jetzt eine Katze. So ist meine Cat. Ah ja. Oh, das ist ein Affe. Ey, das ist Deli, oder wie der heißt. Ah, shit, ey. Nee, heißt der Deli? Nee, Bonnie Deli war oder. der. Das ist. Die hatten wir schon mal. Die hatten wir doch ganz am Anfang immer. Auf der ersten Insel. Oder ist das Shari jetzt hier? Ari, schon so heißt die. Ah, die haben wir aber noch nicht gesehen. Also wenigstens wieder was zum Ja, Abhaken. die noch nicht. Die hatten auf der ersten Insel. Als ersten Villager. Hasse ich nicht, finde ich aber auch nicht gut. Ja, zusammen mit Dom war das, glaube ich. Ja. Also es gibt schlimmere Affen. Ich bin leider kein Affen-Fan, aber von den Affen ist es eigentlich schon noch so das Beste sogar. Ja. Auch da, bei den Affen weiß ich auch gerade nicht, was es da noch alles gibt. Muss ich nebenbei da mal irgendwie eine Liste Aber ich gucken glaube, oder das so. ist Bonnie, aber die heißt auf Deutsch so, glaube ich. Okay. Keine Ahnung. So, das heißt, wir haben jetzt schon. Wir alle Kraken haben wir zum Beispiel. Die sind schon abgehakt. Wir haben alle vier Kraken gesehen. Ja. Das war es also schon mal. Elia. Ah, stimmt, es gibt diesen Tian Sheng. Das ist dieser Affe, das ist dieser. Weißt du, kennst du den? Nee. Der ist so. Ach, scheiße, Ach, wäre ich gleich da. da. What the fuck ist das für ein Name? Ja, ist so ein Chinese, deswegen sieht er auch so aus. Den finde ich von den Affen sogar am besten. Was, der sieht aus wie ein Jock irgendwie, glaube ich, ne? Ist doch einer. Ja, ich mag leider keine Jocks. So. Deswegen Und ich haben wir ja glaube. auch keinen auf der Insel. Ja. Und Deli ist halt eigentlich schon der zweitbeste Affe. Ja, und das ist natürlich dann schon so eine Art Armutszeug. Ja, aber der hat so einen komischen, der hat so einen Polunder immer an. Ja, das stimmt, aber das ist dann halt auch wieder hart, wenn das Beste an dem Vieh die Kleidung ist. Ja. Auf die Früchte müssen wir ja jetzt glücklicherweise nicht mehr achten. Ja, wir haben jetzt alle. Ja. Also das So, ist was jetzt kommt jetzt? ein Hund. Hunde haben wir auch noch nie wirklich gehabt. Ja, das kann eigentlich auch nicht sein. Hunde sind schon mit die Besten. So, komm. Und es ist ein Bär. Oder ein Kap. Wer ist das? Wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Was? Da wäre ich nie drauf gekommen, wie der heißt, ey. Eine Oh, Frau ich ist verstehe dich das. gerade gar nicht. Ich habe gesagt, da wäre ich nie drauf gekommen. Hallo? Hallo? Ja? Ich dachte, da wäre ich nie drauf gekommen, wie der heißt. Olive. Ja, ich weiß. Achso. Okay, hatten wir auch noch nicht. Ja. Also es waren jetzt fünf. Gut, Letztes Mal tja. hat es ungefähr so 25 Minuten gedauert, bis wir dann einen hatten. Okay. Und jetzt sind wir bei 5 oder so. Neun. Also Ah, neun doch schon. Minuten und fünf Villager. Deswegen, man kann es ja auch so. Pro Fluch und wer es ist und alles dauert das so 1,5 bis 2 Minuten halt jedes Mal. Ja, okay. Deswegen hat man dann halt schnell irgendwann keinen Bock mehr, weil das Hauptproblem ist jedes Mal der Ladegedöns hier. Ja, genau. Das dauert halt am längsten. Ich meine, gut, fast jeder, den wir hier hatten, ist besser als Antonio. Also theoretisch hätten wir jetzt jederzeit schon eincashen können. Ja, klar, aber ne, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also bevor wir nicht zehnmal, also zehnmal gehe ich schon. Ja. Außer ich finde jetzt halt den direkt, den ich will. Okay, dann haben wir hier jetzt, ach, keine Ahnung. Und da ist ein Duck. Okay, wie heißt der? Ups.
Das ist Bill, den hatten wir schon. Echt? Ja. Okay, ja Achso, gut, nee, dann hatten wir ist es. irgendwie noch nicht, aber das ist Bill und ich meine, wir hatten den schon und das ist ein Jock. Sowieso Basketballspieler. Ja. Boah, gut, also langweilig. Ja, ich habe auch irgendwie keine Ahnung von Basketball so wirklich. Ah, nee, ich hasse Basketball. Weiß ungefähr, wie die Regeln sind, aber das war's dann noch. Bis auf so ein paar Ausnahmen kann ich auch keine Spieler nennen. Ich hätte einen Basketballkorb im Garten, aber jetzt irgendwie Basketball gucken oder so? Nee. Nee, das finde ich dann aber auch langweilig. Ja, das ist Also ganz dann schlimm. echt lieber Fußball oder so. Ja, aber das ist halt deutlich interessanter einfach. Ja, also jetzt so von diesen Ballsportarten. Ja, aber das ist unfair. Man darf generell keine Ballsportart mit Football vergleichen, weil alles andere Ja. dann im Vergleich mal voll scheiße ist. Ja, richtig. Also selbst Tennis ist ja kacke im Vergleich. Ja. Ich weiß gar nicht, finde ich Handball besser als Basketball? Ich glaube schon. Ja, schon, ja. Habe ich zumindest schon mal ernsthaft geguckt. Ah. Basketball ist halt so eine Sache, die können dich halt für 10 Minuten vielleicht spielen, dann würde mir langweilig werden. Ja, so ungefähr halt. Ist Strauß? Cranston oder wie der heißt? Wie heißt er? Gladys. Gladys war das. Cranston. So heißt doch der Brian. Ist das so? Ja, stimmt. Ja, nee, Cranston war ja der Kranich, hab ich verwechselt. Achso. Ich dachte kurz, es wäre der Kranich, besser gesagt. Okay. Also finde ich gut, aber will ich nicht nehmen. Ja, ist okay. Also wir hatten auf jeden Fall schon schlechtere. Aber was mega krasses gab es jetzt noch nicht. Es waren jetzt Nee. so 5, 6 Blue Skins und ein Purple oder so. Ja. Aber dafür muss das jetzt gleich irgendwie umso besser werden. Und Editor, und zwar Antonio. Der ist jetzt weg und kommt direkt wieder. Ich meine, das geht ja. Geht theoretisch, das könnte jetzt passieren. Ja, aber es ist ein anderer, der kennt es nicht. Ja. Bei Melissa auch so. Freya ist gegangen, ja, paar Mal später. Freya will wiederkommen. Pinguin, wie viel hatten wir schon? Pinguin finde ich halt Wade cool. Und Hopper ist auch okay. Na, wir haben auch jetzt einen gesehen, der halt bei uns war. Ja, rolled. So, jetzt aber. Und es ist ein Cup. Fängst du ein Der ist ein guter? Tiger. Oh ne, ja gut. Leopard. Das ist ein Leopard. Ah, der ist ja Leonardo. Oh nein. Ein Jock. Ja, also, naja, nee, muss nicht sein. Ich mag die Tiere in echt, aber hier sind die irgendwie lackluster. Es gibt nur ganz wenige und die sind eigentlich alle nicht gut. Bianca ist gut von denen. Ja, das war's. Das kommt aber auch nicht über B halt hinaus. Müssen wir nochmal die anderen Tiger angucken. Wer hat denn heute Geburtstag? So. Cat. Wer ist das? Eine Ist das eine Katze. Katze? Ja. Klar. Okay. Es gibt dann noch Rolf, das wäre dieser andere weiße Tiger. Ja, stimmt, der ist cranky. Und Bianca ist Peppy. Stimmt, stell dir vor, man hat irgendwie beide davon.
Ah. Das wäre dann das Kappel der Insel. Ja, die, ja. Ich würde die Häuser von denen direkt nebeneinander machen. Ja, ich auch. Oh, Bambus, jetzt kommt Coco. Chino, achso, stimmt, die haben ja schon. Ja, gut, Coco kann ich Oder auch. Genji, oder? Oder kennen. Den haben wir? Das ist ein Skrill. Oh Ah, das ist nein. der. Melissa will den übrigens haben. Oder wollte den haben. Silvana? Ja, es geht bei mir völlig unter. Jetzt habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Keine Ahnung. Ich finde den ja cute. Ja, es sieht ganz witzig aus, weil mit dem. Also mit den Augen. Ja. Wegen dem Braun, wie das ist, aber. Achso, das ist eine Frau. Ja, stimmt, Silvana, ja. Ja, ich bin ja kein Skrill-Fan. Ich mag eigentlich. Also. Ja, Marshall ist okay, aber bin ich halt kein Fan. Und. Ja, Ione ist gut. Ansonsten mag ich die Skrulls nicht so. Weil der Schwanz ist so unnatürlich groß. Boah. Aber das ist irgendwie deren Merkmal. Ja, aber in echt ist es irgendwie nicht so komisch. So jetzt nicht so groß gleich. Bitte? In echt haben die auch einen großen Schwanz, aber der ist nicht so groß. Ja, aber da ist es nicht so markant, weil die nicht stehen. Wenn die stehen hier in dem Spiel, sieht es komisch aus. Ja. So, jetzt das 10. Mal. Ja. Man sagt ja immer, alle guten Dinge sind 10. Ja, das ist auch ein Stack, also theoretisch würde es Sinn machen. Und dann hätten wir auch die 50. Also wir haben jetzt, außer es kommt ein Doppelter, haben wir auch die 50, auch wenn wir ihn nehmen. Ja. Also meiner Meinung nach kann jetzt gut und gerne derjenige kommen. Ja. Oh, ich muss richtig geil das jetzt. Das wird jetzt irgendwie eine Kuh oder so. Ja, Rosie will ich haben. Oh, das Anker. Ah, cool, okay. Ja, den nehmen wir mit, ne? Ja, also ich glaube, wir werden die nicht für immer behalten, aber es ist besser als was wir hatten und die ist gut. Nice. Ja, ich mag die. Okay, das heißt hier mal neu. Das ist auch Ja. gut, wenn wir eine Katze haben, ist es die Chance minimal größer, dass wir Rosie finden. Ah, nice. Das ist ein guter Feind. Deswegen ärgere ich mich. Es hätte auch irgendwie Rosie sein können. Aber egal. Ja, gut. Aber da ist die Messlatte hoch, wenn wir die irgendwann mal ausziehen lassen, eine bessere zu finden. Dann muss er aber richtig gut da kommen. Das wird schwierig. Heftig, ja. Ja, 10 mal gegangen, jetzt haben wir die 50. So wie wir wollten. Ja, passt.